Hi, hier ist der Frank vom Foodblog Hamburg.de. Ich bin mal wieder draußen in der Sonne. Geilste Wetter hier heute. Und was machen wir heute? Wir machen schon wieder einen Burger. Aber heute mal ein bisschen anders. Wieder mit meiner Tonne, die steht hier schon. Wir machen heute einen Burger schön mit Doppel-Patties und so. Wird richtig geil. Jetzt kommt erstmal mein Jingle und dann geht es los. So, wir sind schon wieder da. Hier ist schön die Fläche, die wirklich mega heiß ist. Da drüben ist es nicht ganz so heiß. Ich mache mal meine Kohle so mehr auf dem Bereich, wo ich arbeiten will. Wenn man Besuch hat, kann man natürlich auch wesentlich mehr reintun. Und dann gibt es natürlich erheblich mehr Hitze. Ich werde als erstes, glaube ich, mal so ein bisschen an Bacon da drauf tun, weil der braucht dann auch einen Augenblick. Da können wir schon mal sehen, wie das hier schön anbrutzelt. So, ich lege jetzt hier einfach mal vorne zwei Buns hin. Die rösten wir uns hier jetzt ein bisschen an. Mein Bacon ist schon schön dabei hier zu rösten. Das sieht doch geil aus. Sehr schön. Jetzt tue ich hier meine Burger Patties einfach mal drauf. Und dann werden die mal schön mit angebraten. So, dann tun wir hier noch ein bisschen Zwiebel hin. Das rösten wir uns auch noch so ein bisschen an. Das sieht gut aus. Ich habe jetzt noch so ein bisschen was an Avocado dazu gelegt. Hier knuspert das alles so vor sich hin. Meine Patties sehen auch schon ganz geil aus. Die Buns hier sind schön, auch schon schön angeknuspert. Die lege ich mir jetzt schon mal hier vorne, die beiden. Und da werden wir gleich anfangen zu montieren. Ich mache jetzt noch mal ein bisschen Pfeffer und Salz hier drauf, hier natürlich auch. Und schön von meinem bunten Pfeffer. Genial. Dann tue ich auf mein hier drauf Käse. Ich habe mir schön Emmentaler genommen. Den werden wir jetzt schön flüssig machen. Der kommt da schön zwischen. Und dann kann ich schon mal mir ein bisschen was von meinem Salat nehmen. Beziehungsweise da kommt erst so ein bisschen an Dressing drauf. Ich nehme dafür ja immer ein Barbecue-Dressing. Da tun wir mal einen schönen Schlag von da drauf. Wir wollen ja auch ordentlich was an Geschmack haben. Dann kommt da schön Salatblatt drauf. Ich verstreiche das hier einmal so ein bisschen. Dann kommt da schön Salatblatt drauf. Auf beide Hälften. Einmal da. Wollen ja auch richtig Salat haben. Das sieht doch schon richtig geil aus. Ich bin glücklich. So soll das sein. So wollen wir das haben. Hier ist schön unser Käse am Werden. Wir nehmen hier einmal schön die frisch super angerösteten Patties, legen die hier drauf, lassen den Käse jetzt so ein bisschen zerschmelzen dabei. Hier haben wir das schon liegen. Hier warten wir jetzt eine Minute und dann geht das gleich mit dem Zusammenbauen weiter. Unser Käse ist hier schon schön am Anschmelzen. Dann nehmen wir das hier jetzt einmal raus, legen das hier schön drauf. Sieht doch richtig genial aus. Das machen wir mit dem zweiten auch noch mal. Das war ja fast in die Hose gegangen hier. Herr Ungeschickt ist wieder unterwegs. Dann tun wir da schön Avocado drauf. Wow. Richtig lecker. Bei dem anderen auch. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt noch meinen Speck drauf kriegen soll. Der wird ja mit Sicherheit da fast runterfallen. Ein bisschen Zwiebel auf den anderen oben auch noch oben drauf. Wahnsinn. So, und jetzt kommt da so ein bisschen was von meinem Bacon drauf.
eigentlich müssten wir den erst auf den Teller packen und dann da weitermachen. Hier sind meine beiden Teller. Auf die Teller kommen jetzt meine angefangenen Burger drauf. Super, Nummer 1. Nummer 2. So, dann können wir da jetzt noch oben drauf ein bisschen Tomate packen. Was für ein Bauwerk. Ist der Hammer. Dann nehme ich mir ein bisschen was von meiner Kepi-Mayonnaise. Verteile hier schon halb im Garten. Da kommt jetzt Bacon rüber, der natürlich sich auf dem ganzen Teller verteilen wird. Völlig egal. Hau drauf das Zeug. Hier rutscht und fällt schon fast. Wahnsinn. So, hier auch noch ein bisschen. Obergenial. So. Deckel drauf. Deckel Nummer 1. Deckel Nummer 2. Voila. Guten Appetit. Das war's für heute. Ich habe 2 wundergeile, super schöne Burger gebaut. Ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert uns, damit wir weitermachen können und noch viel geilere Sachen machen können. In Zukunft kommen noch ganz viele Sachen hier außer Outdoor-Küche. Und ich sage Tschüss, der Frank vom footballhamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank. Ciao. Night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.